Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Wir sind in Osteuropa und ja, eine richtig schöne Lackierung zu einem richtig schönen Trailer. Ja, wir haben hier so einen Container, den wir hier kurz vor Bukarest, dennoch über Bukarest noch weiter in den Westen transportieren müssen. Wir sind natürlich auf der Promods. Und ja, hauptsächlich alles Autobahn, aber man könnte ja mal durch die City fahren. Ja, lass uns doch mal durch die City fahren und unsere Ladung abgeben. Boah, ab durch den Stadtverkehr. Jo, und ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen was eingestellt. Mal ein bisschen rot und weiß. Interieur geändert vom Renault. Einen anderen Motorsound habe ich noch aktiviert. Könnt ihr mal so reinschreiben, ob er besser ist wie der, den ich sonst genutzt habe. Er bremst gut. Danke, Bro. Oh, hört sich auf jeden Fall anders an. Dann Attacke Hü. Wir haben noch einiges zu tun. Ich denke mal, durch Bukarest könnte noch ein bisschen spannend werden, da lang zu cruisen. Durch die Stadt. Und ich gehe davon aus, dass wir dann erstmal genug. Von den Renault die Woche gesehen haben. Ich weiß nicht, ob da schon ein Video gekommen ist oder es kommt vielleicht noch eins. Dann geht es halt darum, dass wir uns neue LKWs mal aussuchen, die wir mal wieder fahren. Ich werde immer von zwei Marken die zwei Versionen nehmen. Und dann können wir uns da einfach mal ein bisschen was ausprobieren, was wir da alles Neues nehmen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel vom MAN entweder die ganz normale TGX-Version oder den Euro 6, ja, so zum Beispiel, ja. Ob ich jetzt Volvo alt und oder Volvo neu hinschreibe, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ne, schauen wir mal. Aber erstmal fahren wir hier schön durch Osteuropa, das zukünftige Black Sea DLC. Und ja, mal einen kleinen Vorgeschmack. Ja. Mal gucken, ob wir da schon wieder ein paar neue News und Infos bekommen. Oh, hier ist ein bisschen Gras. Müssen wir die Straßenwacht mal wieder ein bisschen ran. Ja, müssen wir mal schauen, ob da irgendwas kommt in naher Zukunft. Das sind aber auch hier Wege, Junge. Junge, 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 Junge. Und noch eine Bahn. Junge, 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 Junge. Geht's ja ab, die Luzi. Ja, ein bisschen aufpassen hier. Hier prügeln wir ja lang. Ich habe mal so ein Motto reingemacht, dass man gewisse Sachen nicht mehr sieht hier. Die Umrandung. Ja, mal gucken, ob ich damit glücklich werde. So. Ah, jetzt haben wir hier diese grüne Umrandung nicht mehr. Schönes Gefährt, ne? Also da gibt es schon echt hübsche Lackierung. Für alle, die es wissen möchten, ich nehme das hier alles am Tag der Deutschen Einheit auf. Naja, am 3. Oktober. Und dann ist erstmal genug mit Renault aufnehmen. Ich glaube, dann habe ich 4 Videos gemacht. Für die neue Woche. Heißt ja nicht, dass es ausreicht. Da muss noch ein bisschen was kommen, ne? Aber dann denke ich, haben wir erstmal genug Renault gesehen. Deswegen, ich will es jetzt so auf 2 LKWs in der Woche so ein bisschen begrenzen. Weil ich damit ganz gut klarkomme. Also von der Videothematik.
und den Zeitmanagement, was ja durchaus sehr, sehr wenig geworden ist. Und wenn dann halt, außer es kommt jetzt ein richtig geiler Truck-Mod, ja, dann wird der natürlich im Fokus genommen, ja. Wir werden auch immer wieder eine Umfrage machen, welchen LKW, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben, dass wir da auf jeden Fall zwei Videos sehen, weil das mit dem Strecken, wo ihr gerne langfahren möchtet, ja, das ist halt ein bisschen schwierig, ne? Da hast du jetzt den Trailer und dies und das und dann hast du es wieder vergessen und jeder schreibt, fahr von Stuttgart nach München, der andere sagt, fahr von München nach Dortmund und der nächste sagt, von Paris nach New York. Ja, da muss man halt mal ein bisschen gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und vieles vergesse ich ja. Aber mit den LKWs oder die Umfrage kann man ja dann als Indikator, um mal zu sehen, welcher LKW, wo habt ihr schon lange nicht mehr gesehen oder vielleicht gibt es auch schöne Mods dafür. Nicht immer dieses Standard. Jetzt haben wir zum Beispiel viel Renault. Und ich könnte jetzt noch ein paar Videos machen, wo ich nur mit den Renault fahre, aber ich glaube, dass viele von euch dann irgendwann die Schnauze voll haben und dann wieder einen Scania sehen wollen. Naja. Werden wir auch alles. Schauen wir mal. 37 Liter Durchschnittsverbrauch. Okay. Wir haben noch 167 Kilometer. Sind noch gut in der Zeit. Aber ich denke mal, Bukarest wird uns ziemlich viel Zeit rauben. Aber ich wollte ja den kürzesten Weg wählen. Ich gehe einfach mal davon aus, die Autobahn oder der Autobahnring ist gesperrt. Ich muss durch die Stadt fahren. Ich war Edeltraut, wenn ich es nicht schon gemacht habe. Der hat so ein komisches Pfeifen hier, so ein Klingeln, ne? Der Motor, hört ihr das? So ein bisschen unangenehm. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen drauf gucken. Ich darf doch nicht mit einem LKW 100 fahren, oder? Jetzt kommt mal wieder ein bisschen Druck. Lassen wir den mal ein bisschen rollen hier. Ah ja. Ah. Willkommen in Rumänien. Kreisverkehr, muss man ein bisschen darauf achten hier, dass ich mich hier noch verfahre. Naja, fahr hier einfach vor den LKW so rein, du Ei. Achso, hier muss ich wieder raus. Na, wäre nicht aufgepasst. Wäre jetzt fast zum Kreisverkehr im Kreis gefahren. Aber bis jetzt geht es noch mit dem Verkehr. Ist natürlich wahrscheinlich für jeden LKW-Fahrer immer so eine Herausforderung, in einer Stadt lang zu cruisen. Bestimmt nicht einfach.
Gerade wenn man vielleicht noch so einen riesen langen Trailer oben hat. Das geht ja bei mir noch. Ich habe ja hier nur so einen kleinen Futzel hier. Oh, ist da gerade ein Düsenjäger rübergeflogen? Warte mal, wir müssen hier lang, ne? Oh, jetzt habe ich ja gar nicht so richtig aufgepasst. Verdammt! So. Bin noch richtig unterwegs. Ah, da fliegen sie ja. Was ist denn hier los? Kommen hier die Russen oder was ist hier los? Zentrum wollen wir ja nicht. So, kommt wieder ein Düsenjäger. Zack! Habt ihr den gesehen? Oh, wir müssen da hinten, wir müssen hier rüber. Falsch eingeordnet. Aber ich würde mal sagen, wir haben alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. So, ja, schön. Was haben wir denn an Kilometern? Oh ja, ist noch ein Stück. Also haben wir wenigstens die Stadt hier mal ein bisschen erkundet. Ah, schon interessant, ja. Gerade so mit dem winterlichen Setting oder mit dem herbstlichen Setting gibt es wieder eine ganz andere Sicht. Bukarest. Und ich denke mal, dass bestimmt SCS an solche Sachen auch überlegt oder vielleicht schon an solchen Sachen arbeitet, vielleicht, dass man irgendwann mal solche Szenarien ins Spiel bekommt. Also so Winter. Ui. Meine Güte, ich wollte jetzt so gucken, wo der Knopf ist, hier wegen Tempomat aufnehmen. Ich fahre auch manchmal eine Seeche hier zurecht. So wie der hier. Der muss doch ordentlich bremsen hier. Ich muss auch manchmal sagen, ich weiß gar nicht, ob man das hört, das Mikro manchmal ausmachen, wenn ich da anfange zu husten oder die Nase hochziehe, ist er dann doch nicht so köstlich. Ja, immer noch ein bisschen, ne? Was soll sich auch so schnell ändern? Klar, für euch ist jeden Tag ein neues Video, aber die sind ja alle an einem Tag aufgenommen. Aber ich denke mal, heute hier, den 3. Oktober, wo ich das aufnehme, ist dann erstmal Schluss mit Aufnehmen. Da habe ich viel Videos gemacht. Die anderen werde ich dann am 4. machen. Und dann ist gut. Wir wollen mal nicht übertreiben alles. Ich werde ja sowieso wieder um 5 oder 6 wach werden. Naja, man hat das irgendwie so drinnen, ne, mit dem Frühaufstehen. Da ist ja Frau hier meist dann auch schon wach. Wegen der Kleinen und dann. Naja. Dann ist das so, ne? So, insgesamt haben wir jetzt noch 120 Kilometer.
Bukarest hat uns jetzt nicht ganz so viel Zeit gekostet, wie ich mir das gedacht habe. Oder ich hätte gedacht, das dauert noch ein bisschen länger. Fahren wir hier rüber. Aber gut, ja. Passt schon. Das läuft ja. Willi steht da. Ah ja. Oh, jetzt zieht er noch mal. Was ist mit dem los? Steht der einfach nur da oder was? Leichte Panne, wa? Aber sehr ausgeglichen hier. Hier ist nicht so viel Verkehr. Wie spät haben wir es denn eigentlich jetzt im Spiel? 10 Uhr noch was? Erst? Ja, okay, ich bin ja früh losgedonnert. So, mal ein bisschen aufpassen hier. Aua! Edge! Ja, das Lenkrad macht manchmal in komischen Versionen, wie soll ich sagen, vibriert es. Na gut, die Straße ist hier wahrscheinlich auch ein bisschen schuld und ist dann so ein bisschen störrisch. Das hat die beim letzten Mal so eingestellt, als wenn ich da gar nichts merke, aber so von fahrerischen fand ich irgendwie, das G27 hatte ich perfekt eingestellt. G29 habe ich noch nicht so eingestellt, wo ich sage, da bin ich hundertprozentig zufrieden, ja. So. Wo darf ich denn hier 100 fahren? Das kann ich mir jetzt aber nicht so vorstellen, dass man hier mit einem Auto, mit einem LKW 100 fahren darf. Oder ist das irgendwie auf... Ne, 80 steht jetzt hier. Das irgendwie auf Auto gestellt? Hm. Ich weiß es nicht. Ich lasse es erstmal hier auf 70. Wir sind sowieso gleich da in 77 Kilometer. Erstmal schön durch die Pampa hier. Na toll. Ganz großes Kino. Ganz, ganz großes Kino. Jetzt müssen wir hier noch anhalten. So. Ach. Hm. Stehen wir hier? Hier haben wir doch schon mal gestanden. Stehen wir hier an der Baustelle irgendwo in Osteuropa. Ja, kann man nur Sprit sparen, ne? Start-Stopp-Automatik. Oh, Feststellbremse. Wollte ich hier wie so ein Held losfahren, habe ich die Feststellbremse noch eingezogen. Ja, bin ja ein richtiger Held. Da haben wir natürlich wieder ein LKW vor uns, ey. Oh. Ja, wir sind selber ein LKW, ich weiß.
Aber ich habe mehr PS wie er. 520 PS. Naja, gut. Ah, der macht auf jeden Fall ordentlich Bananen. Das könnte sein, dass der sogar noch mehr hat wie ich. Was ist denn eigentlich mit den anderen Autos? Naja, die sind hinter uns. So, die letzten Kilometer hier durch Osteuropa. Ja, schon lange nicht mehr hier gewesen. Ich bin jetzt momentan auch oft immer in Deutschland wieder unterwegs. Fühle mich da am wohlsten. Da müsste noch mehr solcher Kleinstraßen rein, aber vielleicht kommt das ja alles. Eine kleinen verwinkelten. Der vorne ist aber überhaupt nicht langsam, ne? Der fährt wirklich seine 80. Oh, ein bisschen mehr als 40 Kilometer sind wir da. Dann könnte ich mich eigentlich hinlegen und schlafen. 16.18 Uhr haben wir. Oh, das war knapp. Habt ihr das gesehen im Spiegel? Eieieiei. Das hätte fast nur. Wäre fast in die Hose gegangen. Also wirklich. Wenn sie schon nicht so ein LKW haben oder so ein Auto, wo sie überholen können, ja, dann müssen sie es sein lassen, ne? Also. Was mit dem kaputt jetzt hier? Warum überholt der jetzt nicht, der Eiermaler? Achso, war 70. Ah, Mann, ey, nur wegen so ein. Was ist denn los jetzt? Bremst ab. Gut, danke. Der Dorabion da, grüß dich. Hui. Ja, weil der beim Überholvorgang, wie kann man denn beim Überholvorgang dann nochmal abbremsen? Ja, dann ziehe ich durch. So eine Mare. Kann das wieder nicht, ne? So, die nächste Stadt. Ist da reicht das Ziel, die Ladung abzugeben? Naja, haben wir ja zufriedenstellend erledigt. Also, gut, wir sind noch nicht da, ne? Aber ich glaube nicht, dass jetzt noch großartig was kommt. Was ist das hier wieder ein Kreisverkehr? Willkommen in Plattenbau-Stadt. Hier gibt es günstig Wohnungen. Das war einfach mal mutig, ne? So, der wartet sowieso. Dann kann man rumdödeln. So, eine Arbeitsagentur. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Ach, verdammt. Hätten wir da nicht auch anders fahren können? Von der anderen Seite her? Wäre bestimmt schneller gewesen. Egal. Ja, gut, dann ist das Video heute mal ein bisschen länger. Es waren ja auch mal jetzt die Tage... Videos, die ein bisschen kürzer waren. Gerade so die Überlandstraßen, ja, da geht es schnell mal, dass man da ein bisschen länger braucht. Gerade wenn man so
in eine Stadt reinfährt, sind halt immer wieder diese Ampeln, ne, die einen so ein bisschen den Schwung ausnehmen, ne? So, schön. Oh, wo ist denn das? Auf der rechten Seite befindet sich unser Ziel. Okay. Oh, wir machen eine schnelle Entladung. Erstmal gucken, wo der Trigger ist hier. Oh, schnell entladen. Das war nämlich heute doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Aber der LKW sah gut aus. Wir haben es doch irgendwo hinbekommen mit unseren Containerauflieger, die Fracht zu unseren Kunden zu bringen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne ein Däumchen da lassen oder wer es noch nicht gemacht hat, ein Abo. Links, rechts, oben, unten, irgendwo kommen dann wahrscheinlich noch ein paar Vorschläge für weitere Videos zum Eurotaxi-Monate oder angesagt bei euch. Dann könnt ihr da auch mal ein bisschen durchstöbern, falls ihr noch Langeweile habt. Und sonst sehen wir uns natürlich morgen wieder zu einer neuen Folge Eurotaxi-Monate 2. Ich sage haut rein, macht's gut, bye bye.